Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind wieder hier bei den Schatten-Kaja in deren Gebiet. Und jetzt geht's eigentlich darum, diesen Never-Come-Back-Weg zu gehen. Na, da hoch komme ich gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich hin muss überhaupt. Hätte ich vielleicht auch vorher gucken sollen, bevor ich auf Aufnahme drücke. Aber es müsste... Genau, hier... Geh weiter. Halt den Rand. Ich gehe, wohin ich will. So. Ah, genau, wir sind... War das nicht hier irgendwo? Hier war das. Hier... Genau, dann hier runter. Dann mit ein bisschen Übung über die Felsen springen. Wunderbar. Schön, schön, schön. Na, lass los. Warum lässt sie nicht los? Lass doch los, du Ziege. So. Und hier gibt es kein Zurück mehr, wenn wir hier reingehen, ja? Kurz mal gucken. Was ist das denn überhaupt? Zersprengpfeile, die machen wir auch mal voll. Ich möchte ja hier vernünftig bewaffnet reingehen. Wer weiß, was da passiert. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey! Elisabeth Sobeck hier! Erbitte Zutritt! Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut. Machst du jetzt bitte weiter. Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Langsam wird Aloy pisst wegen Silence. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Möglicherweise, aber wir gucken uns mal kurz das hier an. Ah, das ist nichts zum Hören, nur was zum Lesen. Okay. Gibt's hier sonst irgendwas Interessantes?
Außer diese Tür natürlich. Oh, da hinten in der Ecke. Aber ist auch wieder nur was zu lesen. Gucken wir uns das mal hier ganz an. Hier, bla 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 bla. Ich lese es mir natürlich jetzt nicht durch. So, das auch, das auch. Das sind übrigens Videos, kann das sein? Das haben wir doch alles uns schon angehört, aber was ist das hier? Projekt Zero Dawn. Hä, ist doch genau derselbe Quatsch. So, wie geht diese Tür auf? Oh, die geht tatsächlich auf. Ich dachte, da kommt jetzt was. Und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Nee, das wollte ich nicht. So. Alles klar. Bitte begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige Nachricht zum Zweck Ihres Besuchs. Zum Zweck meines Besuchs. Oh mein Gott, hier liegt ja so viel Schund rum. Okay. Was? Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDO1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und das sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten, den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Das stimmt doch nicht. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet.
Ich muss weitersuchen. Herausfinden, wie sie das geschafft hat. Okay, kein Superwaffenprojekt. Einfach eine große Lüge. Oh ja. Falcon, sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Scheiße. Aber das sind nur drei. Wie war nochmal das Schlagen? Mit der Dingswaffe hier. Wollt ihr mich verscheißern? Hä? Ach so, Moment. Ja, okay, das war das Schlagen. Also, los. Das reicht. Davon werde ich mich nicht erholen. Nicht umbringt. Oh Mann. Das werde ich morgen noch spüren. Das spürst du heute vor allem. Ich werde nicht sterben. Gut. Wir sind schon zu weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte. Was enthalten sie? Ja, ja, das schauen wir uns noch an. Die sind wir erstmal los. Ah, da sind wir zu voll, okay. Halt. Hä? Ich stecke fest. Ah. Wenn ich hier durchgehe, komme ich hinter diese Wand. Ah, das ist gut. Was haben wir denn hier Schönes? Jetzt verstehen Sie sicher, warum wir Sie so dringend hier haben wollten, Miss Okilo. Hauptmann Okilo, wollen Sie mir dafür danken, dass ich keinen Widerstand geleistet habe? Ich glaube, wir hätten keine diplomatische Lösung gefunden. Als es um das Lithium meines Landes ging, wurde immer ein Schwarm zum Verhandeln geschickt. Metallurgic International, US Robot Command. Die Kennzeichnungen ändern sich, aber die Roboter waren immer die gleichen. Sie haben viel Erfahrung in Mensch-Roboter-Konflikten. Ja, und meine Prothesen beweisen es. Aber ich habe mich diesem Schrecken entgegengestellt, auch wenn die Herausforderung sehr groß war. Cyberkriegsführung. Ich dachte, Zero Dawn wäre ein Manhattan-Projekt, um die Deaktivierungscodes zu erzeugen. Und ich bin zu der Einschätzung gekommen, dass jeder Versuch, die Codes zu knacken, ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Ich habe mich beinahe darauf gefreut, dass man mir das Gegenteil beweist. Leider war Ihre Einschätzung korrekt. Wie Ihr General Harris bereits sagte. Also dann, Sie haben mich nicht hierher gebracht, um mich zu bedauern. Was bleibt jetzt noch? Okay, da war irgendeine... Beim Psychiater. Oh, hier haben wir noch ein bisschen mehr zu hören. Hören wir einfach uns alles an und dann gucken wir mal weiter. Ah ne, das ist gar nicht zum Hören, das ist was zum Lesen. Hier ist was zum Hören. Mit Suzanne Alpert, Umweltwissenschaftlerin. Doktor? Wie bitte? Ich habe nicht, Doktor? Ich habe nur Ihren Namen genannt. Woran dachten Sie gerade, Doktor? An nichts, was der General gesagt hat. Eigentlich... Ich war 2051 beim Syzygy East Einsatzteam dabei, direkt nachdem das zweite Erdbeben den Reaktor beschädigt hatte. Ich träume immer noch davon nach all den Jahren. Wie die rote Zone sich über die Karte ausbreitet, langsam, so langsam, als ob sie ihre Finger ausstreckt. Ihr Einsatz bei diesem Ereignis hat dazu geführt, dass Ihr Name auf unserer Kandidatenliste steht. Wirklich? Das ist interessant, denn nichts hat funktioniert. Dort ist nie wieder etwas gewachsen. Es war ein katastrophaler Fehlschlag. Aber die rote Zone ist nichts im Vergleich zu einer weltweiten Reduzierung der Biomasse. Die Biosphäre und die Hydrosphäre werden zusammenbrechen, lange bevor die Roboter uns vernichten. Enduring Victory bringt uns in dieser Hinsicht gar nichts.
Also sollten Sie mir lieber sagen, worum es bei Zero Dawn wirklich geht. Ja, so 100% wissen wir nicht, worum es geht, ne? Bei Zero Dawn. Was haben wir hier noch? Oh je, hier ist auch noch was. Okay. Sie haben früher für Pharaoh Automated Solutions gearbeitet. An den Selbstreplikationsroutinen der Chariot-Modelle. Ich dachte, mich erwartet hier eine Urteilsverkündung. Als Ihre Leute mich geschnappt haben, dachte ich, wird doch Zeit. Ich habe versucht, meine Schuld zu verdrängen. Jeden Tag seit... Möchten Sie eine kurze Pause machen? Nein, nein, es ist nur... Ich hatte wirklich gehofft, dass wir mit Zero Dawn alles rückgängig machen können. Meine Arbeit. Es tut mir leid, dass ich je stolz darauf war. Aber Ted konnte einem seine Konzepte wirklich gut verkaufen. Und in den Laboren, angesichts unserer Schöpfungen. Dieser erste Testlauf, als man sehen konnte, dass sie ihre eigenen Strukturen verstanden, dass sie sich selbst nur mit Speicherplatz und Licht nachbauen konnten. Es gab keine Grenzen. Oh Gott, es gab keine Grenzen. Na, das fällt euch immer früh ein, ne? Vielleicht erfahren wir ja hier ein bisschen was über Zero Dawn. Wer sprechen willst? Puh, Mama hatte also recht. Wie bitte? Meine Mutter, sie hat die Bibel immer sehr ernst genommen. Nicht nur sonntags. Sie hat jeden Tag nach der Bibel gelebt. Ihr Lieblingskapitel? Die Offenbarung des Johannes. Tja, ich habe sie nicht immer verstanden. Sie redet so undeutlich und so. Aber wenn sie mal deutlich war, war es immer Endzeit dies und Feuersee das. Wegen der sündhaften Lebensart überall. Da wir gerade davon reden, stört es sie, wenn ich rauche. Eine Tabakzigarette? Tut mir leid, Schätzchen. Da bin ich ganz altmodisch. Kompliment an ihr Team, dass es mich gefunden hat. Schließlich werde ich schon seit 18 Monaten gesucht. Sterling Malkeith, das war ich. Natürlich, das kann ich gern zugeben. Aber es waren viele Jäger hinter der Beute her und ich konnte sie immer wieder an der Nase rumführen. Wie haben Sie mich gefunden? Ich glaube, Dr. Sobek hat Sie als Alpha-Kandidat angegeben. Somit hatte Ihre Ergreifung höchste Priorität. Ich wusste doch, dass sie ein Auge auf mich geworfen hat. Hey, gibt sie eigentlich keinen anständigen Kaffee? Sie wissen schon. Blutkaffee? Kriegscappuccino? Mr. Tate, ich erteile Ihnen die Zulassung zur nächsten Phase. Gehen Sie einfach. Okay, da war ein ziemlicher Bekloppter. So, und der letzte hier. Korrekt, ja. Diese mechanischen Monster töten Menschen also nicht nur, sondern ernähren sich auch noch von ihnen? Nicht nur Menschen, von sämtlichem organischem Material. Alles Lebendige wird zu Nährstoffen aufgelöst, Jahrtausende der Evolution verflüssigt, das Wunder des Lebens wird zu blutigem Biotreibstoff. Kurz gesagt, ja. Wer war das? Pharaoh? Dieses Arschloch, ist er hier? Nein, Doktor. Bitte. Sagen Sie ihm, dass Tom Paik mit ihm reden will. Aufhören! Aufhören! Doktor! Bitte! Holen Sie sofort Pharaoh hierher! Oh, der ist aber ausgerastet. Verständlicherweise, so. Hier haben wir alles abgeklappert. Viel schlauer sind wir nicht geworden, aber ein paar Stories haben wir gehört.